Auf der einen Seite ganz gut, ist natürlich immer gut vorne zu liegen, aber in den letzten beiden Jahren lagen wir auch um Mitternacht vorne und sind dann in der Nacht verunfallt oder hatten Schäden. Das war sehr schade und wir hoffen jetzt, dass wir bis zum Ende vorne bleiben. Also die Leistungsdichte bei den Fahrern ist extrem hoch. Man muss sich wahnsinnig konzentrieren, das Tempo ist ähnlich, fahren alle in ähnliches Tempo. Das macht die Überholmanöver sehr anstrengend und das geht dann schon auf die Nerven und auf die Konzentration. Also länger als eine Stunde halte ich hier fast für unmöglich zu fahren. Die letzten Jahre konnte man fast noch mal 2 Stunden wagen, aber das ist dieses Jahr so gut wie ausgeschlossen.